So, wir haben den jetzt durchziehen lassen. Wir haben gestern das Unboxing gemacht und Hardware, also wir haben uns das ausgepackt und eingestellt und angeguckt. Und jetzt wollen wir auch mal dampfen. Wie gesagt, hier haben wir 60 bis 80 Watt Coil jetzt drin. Ich fange jetzt aber bei 50 Watt an. Wir wollen den jetzt erstmal ruhig eindampfen. Mal die Airflow gucken. Ach, die ist ein bisschen zu weit zu. Die müsste ich ein bisschen mehr offen machen. Ich mache es mal halb auf, weil die ist wirklich richtig groß. Also ich glaube. Ich mache mal wieder so, dass man ein bisschen sieht. Also der Geschmack kommt gut raus. Ich mache mal die Airflow jetzt komplett auf. Ganz auf gefällt mir nicht. Man kann schön durchziehen, man kann durchatmen, aber der Geschmack leidet drunter. Jo, jetzt habe ich so, jetzt habe ich so ein Drittel offen. Die Airflow, ja, sieht man halt nicht, weil es schwarz ist. So ein Drittel offen und es geht. Würde ich sagen. Uiuiui. Ich muss aufpassen, wie meinem Raumdingsbums da. Oh, dat, und das bei 50. Und der soll ja eigentlich erst bei 60 losgehen. Aber dann sparen wir uns mal die 55 und wir gehen gleich auf 60 Watt hoch. Das ist das Mindeste, was er kann. Also ab, was er soll. Also der Geschmack kommt gut durch. Von meinem Tom Clark. Also das Husten liegt jetzt nicht an ihm, das nicht an meiner Lunge. Meine Lunge ist halt nicht so mehr gut geworden mehr. Also, ich werde mir die Airflow noch ein bisschen runter machen. Das ist mir zu viel, was da kommt. Also durch das Ding kannst du pur atmen. Also. Huiuiui. Geschmack kommt wirklich richtig geil durch. Und ich habe auch also nichts Negatives jetzt, dass ich die Airflow nur so ein Fitzelchen auf habe. Ich kann es euch mal zeigen. Ich habe so wirklich nur so ein ganz kleines Fitzelchen offen. Also da. Wirklich minimal. Aber jetzt gehen wir. Wir gehen jetzt einfach mal. Ich gehe jetzt einfach einen 10er Schritten hoch. Wir gehen jetzt mal auf 70 Watt. Also 70 ist ja die Mitte von dem, was er kann, also zwischen 60 und 80. Und er schmeckt noch besser als bei 60. Ich gehe jetzt gleich mal auf 80 Watt hoch. So mein Sweet Spot, also was ich eigentlich jetzt momentan immer gedampft habe, sind so 55, 60 Watt. Mit dem Crown zum Beispiel. Da kommt der Geschmack richtig geil raus bei 80 Watt. Ich will auch nicht höher gehen, ehrlich gesagt. Ich möchte den Coil nicht vernichten. Der Dampf ist aber ein bisschen wärmer. Also gefällt mir schon ganz gut. Ich weiß, die Coils sind gute Qualität. Ich könnte den jetzt, denke ich mal, ohne Probleme. Also bis 100 Watt kann ich den, denke ich mal, locker hochballern. Obwohl nur 80 draufsteht. Aber ich möchte den halt jetzt nicht vernichten. Ich mache mal jetzt auf 75.
Entschuldigung, meine Lunge ist halt nicht mehr so schön. Also kommt da richtig gut. Ich mache jetzt, habe jetzt die Airflow mal komplett aufgemacht. 75 Watt, Airflow komplett auf. Ja, da ist der Dampf dann natürlich kühler, weil mehr Luft mit durchkommt. Geschmack ist da. Also auf den Lippen schmecke ich es. Aber der Geschmack vom Dampf ist halt was weniger. Ich mache jetzt mal wirklich ein bisschen mehr als am Anfang. Ja. So gefällt mir. Also so offen, also die Airflow so offen. Na, fast halb. Ich mach mal halb. So, jetzt habe ich die Airflow so etwa halb off. Kann noch ein bisschen weniger. Ich mach mal wirklich nur ein kleines Loch. So fast wie beim Fleschi. Da ist der Dampf ziemlich dick. Ich geh mal auf 60 runter. Und lass die Airflow mal so, wie sie ist. Ich will mal wissen. Ja, Airflow wieder nur so wie beim Flashy. Aber der. Ich muss ein bisschen. Ist mir zu dick, der Dampf, denn doch. Da muss ich doch ein bisschen mehr die Airflow aufmachen. Auch sein trockener Mund. Ich habe nichts klingeln gehört. Da kannst du ja rangehen. Ja, so ist besser. So ist der. Entschuldigung. Der Dampf ein bisschen weicher. Geschmack ist auch da. Also ein bisschen mehr könnte ich auch aufmachen, aber weniger ist für mich nicht so gut. Wenn ich weniger aufmache, die Airflow, dann da verabschiedet sich meine Lunge. Aber der Geschmack ist geil. Handling ist hochgeil, liegt wirklich sehr, sehr gut in der Hand, hat ein schönes Gewicht. Ich mag es ja, wenn es ein bisschen was schwerer ist. Und der liegt wirklich schön, super in der Hand. Man kommt an den Taster super ran. Und der macht wirklich einen schönen Dampf. Schmeckt die Süße auf den Lippen von Tom Clark. Also vom Tom Sawyer. Das frucht ich nämlich ja immer. Das ist ja mein Oldie. Kommt richtig schön süßer raus. Er hat natürlich eine bombastische Drip-Tip, ja. Also Backe-Lunge auf keinen Fall, würde ich damit sagen. Das ist nur, wenn du direkt auf Lunge machst. Ich kann auch gar nicht mehr Backe-Lunge. So wie bei der Zigarette oder so. Das geht, kann ich nicht mehr. Ich weiß nicht, ich habe es ein paar Mal versucht. Da bin ich nur am Husten. Und mach mal eine Küchefenster auf am besten. Nee, denn wenn du eine Küchefenster aufmachst, dann bringt mir das nichts hier, wenn du hier die Tür zumachst. Hier ist der Rauchmelder. Ja, Josie macht sich gerade Sorgen, dass der Rauchmelder gleich angeht, weil hier alle dicht ist. Von ein paar Dampfen. Ich mag es lieber eher direkt auf Lunge. Ja, also der ist jetzt ein bisschen. Also es geht jetzt mit den Einstellungen geht's. Da sind die kleineren Espire, die
Phoenix X und so, die sind da halt für mich ein bisschen angenehmer. Die sind auch klein, für unterwegs sind die super. Aber das ist auch schön, so für zwischendurch. Aber so All-Day-mäßig wäre das jetzt nicht für mich, weil da einfach zu viel kommt. Das schafft meine Lunge nicht mehr. Meine Lunge ist halt nicht mehr so toll. Und ich habe mich jetzt da eigentlich so jetzt an meinen Sweet Spot rangetastet. Und ich hatte früher viel mehr. Ich hatte auch 100, 100 noch was getestet, alles. Kann ich jetzt nicht mehr. So 50, also 55, 60, 70 Watt, das sind so die Grenzen, wo ich jetzt momentan bin mit meinen Geräten und da fühle ich mich ganz wohl. So, also auf jeden Fall eine Empfehlung. Verarbeitung ist super, Bedienung super. Man kann halt die Farbe, im Gegensatz zu den anderen Aspire-Produkten, kann man hier nicht ändern im Display. Die Befüllung ist auch extrem geil, also einfach nur oben so ein bisschen locker machen. Zeigt wird abgemacht. So. Zack. Und dann kann man den befüllen. So eine Extradichtung ist auch mit bei. Und einfach wieder rauf und einmal halb rum und das ist zu. Super. Ich habe den auch jetzt vorhin die ganze Zeit mal liegend gehabt, um zu gucken, ob hier irgendwie was rausläuft oder so. Es kam gar nichts raus, also es ist wirklich dicht, also braucht euch keine Sorgen machen. Ja, von mir eine ganz klare Empfehlung, würde ich sagen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Oder Fragen, also irgendwelche Fragen dazu. Und ja, wie gesagt, den gibt es auch in anderen Farben. Und ich bin dann jetzt weg. Ich wünsche euch was. Also noch gibt es in Deutschland nicht. Wir haben in China bestellt. Also er hat in China bestellt, ich habe mitbestellt. Der bestellt immer in China. Und ja, also was habe ich bezahlt? Naja, ich habe das Gerät bezahlt. Das weiß ich jetzt ja nicht mehr, was ich ihm da gegeben habe. Und 8 Euro. 8,81 € oder so musste ich Zoll nachbezahlen. Also umgerechnet. Also steht ja da auf der Zollrechnung für welches und so. Und für den hier waren es 8,81 €, was ich nachzahlen muss. Weil die Zollregeln haben sich ja geändert. So, nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.